dann hat uns beide zur Spitzenkandidatin für diesen Bundestagswahlkampf berufen. Und wir freuen uns jetzt natürlich auf einen spannenden Wahlkampf, bei dem die Linke hoffentlich mit einem sehr, sehr guten Ergebnis sehr, sehr viele Menschen erreicht, weil wir es ganz wichtig finden, dass dieses Land sozialer wird und dass es Druck in Richtung sozialer Politik gibt. Und das kann nur eine starke Linke. Hier hat sie eben eine große Einigkeit dieser Entscheidung getroffen. Es gab nur eine Gegenstimme, das macht uns beide froh und wir haben jetzt eine hervorragende Voraussetzung für die Wahlen. Wir haben eine Wahlstrategie, wir werden jetzt an einem Programm arbeiten, aber jetzt haben wir nochmal 10 Monate konsequente Opposition im Deutschen Bundestag gegen diese große Koalition. Ich habe über diese Entscheidung jetzt in Bezug auf Rot-Rot-Grün, die war ja Gespräch mit Herrn Gabriel und würden Sie sich jetzt damit anfreunden? Also wir sind Opposition und wir haben immer gesagt, und dabei bleibt es, das ist ja auch gestern im Parteivorstand noch angestrebt worden mit dem Schluss zur Wahlstrategie. Wir führen einen eigenständigen Wahlkampf und wir werden uns nur dann an einer Koalition beteiligen, wenn sich die Grundrichtung der Politik in diesem Land verändert. Wir brauchen eine sozialere Politik. Da sehe ich zurzeit leider bei der SPD wenig Ansätze. Die Grünen haben auch immer mehr Signale eigentlich an Frau Merkel und weniger an uns. Und deswegen geht es jetzt erstmal darum, dass die Linke in diesem Wahlkampf sehr stark wird. Je stärker wir aus diesem Wahlkampf herausgehen, desto größer sind die Chancen für eine soziale Politik in Deutschland. Welche Rolle können Ihre Parteivorsitzenden in diesem Wahlkampf spielen, wenn wir nicht die als Spitzenkandidaten? Also beide Parteivorsitzenden sind mit in den Spitzenteam, was wir beschlossen haben. Ich vermute, sie werden beide auch in den Ländern Spitzenkandidaten und wir werden selbstverständlich schon beim Wahlprogramm, bei anderen Dingen das gemeinsam machen. Also hier gibt es keinen Gegensatz, sondern wir werden miteinander die Wahlkampfführung machen und wir werden miteinander die Auseinandersetzung mit den anderen politischen Parteien führen. Schön, zweiten Advent.